Die Pinzgauer Lokalbahn ist eines der wichtigsten Verkehrsmittel für die Region. Mit 1000 PS und 80 km/h Höchstgeschwindigkeit fährt die Schmalspurbahn täglich im Halbstundentakt von Zell am See bis Krimmel und befördert im Jahr um die 1 Million Fahrgäste. Also für den Planverkehr haben wir insgesamt 4 moderne Wendezüge mit Niederflurfahrzeugen, also barrierefrei, und dann noch 6 ältere Triebwagen. Und in der Werkstätte selber werden dann die üblichen Wartungsarbeiten, das ist vergleichbar mit einer Wartung beim PKW, durchgeführt, die unterschiedliche Intervalle haben. Reinhard Geisler ist seit 2010 Werkstattleiter hier in Zell am See Tischlerhäusl und sorgt dafür, dass alle sicherheitsrelevanten Überprüfungen an der Pinzgauer Lokalbahn eingehalten werden. Er bestellt Ersatzteile und kümmert sich um die regelmäßigen Wartungen. Heute ist einmal die VS84, die lockt zu einer Betriebsuntersuchung erinnern. Da gibt es verschiedene große Untersuchungen und heute ist die kleine SCD W2. Der Motor ist eigentlich bei der kleinen Wartung jetzt eigentlich nur den Ölstand zu prüfen. Ich mache eigentlich die Wartungsdecke von der Lok auf, das ist meine Sicht. Und dann schaut man den Ölstand an, zieht den Ölmessstab raus und schaut mir den Stand an. Wenn es nicht passt, wird es ergänzt. Nach der Ölkontrolle wird das Kühlwasser nachgefüllt. Sämtliche Filter der Lok müssen regelmäßig gereinigt oder getauscht werden. Die Luftfilter sind stark verschmutzt. Reinhard schneidet von Hand neue Filter für die Lok zu. Besonders wichtig ist auch die Kontrolle der Heizung, denn wer möchte schon im Winter in einer kalten Bahn sitzen? Da schraubt man eben den Webasto-Kopf runter, nachher schaut man drin das Sichtglas an, was eigentlich die Brennung überprüft, und das reinigt man wieder, dass das wieder sauber ist. Und dann beklagt sich auch kein Fahrgast über kalte Füße. Aber nicht nur die fahrtüchtigen Garnituren finden ihren Weg in Reinhards Werkstatt. Auch älteren Prachtstücken wird hier neues Leben eingehaucht. Ja, und zwar, wir haben einen Steuerwagen, Baujahr 1984. Der ist übernommen worden von der Zillertalbahn und wird aufgrund der steigenden Fahrgastzahlen jetzt bei uns adaptiert. Die Lebensdauer eines solchen Fahrzeuges beträgt rund 25 bis 30 Jahre. Während diese Bahn noch etwas länger auf ihren Einsatz warten muss, ist Reinhard mit der Wartung der VS84 fertig. Noch kurz eine letzte Kontrolle, dann darf die Bahn Reinhards Werkstatt verlassen und ihren Dienst wieder antreten.